So, hallihallöche Leute, willkommen zurück zu. Ja, da habt ihr auch schon wieder Musik. Super Mario Bros. Advance, im Part Nummer 5. Ja, im letzten Part. Viert. Haben wir den vierten oder den fünften Part? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber, Leute, ich glaube den fünften. Moment, wir können das gleich hier an der Welt sehen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen heute Startklar mit Peach. Im letzten Part waren wir der liebe kleine Toad und heute geht's mit Peach weiter. Und ich bin gespannt. Welt 4, also sind wir auch in Part 4 dementsprechend. So, oh, Schnee, Schneegebiet. Und mit. Okay. Ah, so kack auch. Marshmallow-Viecher! Oh, ist das cool. Marshmallow-Monster! Das war scheiße auch. Sorry. Okay, das kann sehr witzig werden. Ich glaube, am besten wäre vielleicht. Wäre wahrscheinlich Luigi. Oh, Leben. Aber, ihr seht's. Moment. So. Wir können mit Peach ein bisschen fliegen, was schon ziemlich cool ist. Ich meine, das macht sie schon sehr besonders. Die anderen beiden hüpfen ja halt nur. Und sie hat halt die besondere Fähigkeit, sie kann fliegen. Was sie ziemlich mächtig macht. Du. Ich muss mich nur mal ein bisschen wieder mit ihr vertraut machen. Ich habe sie damals, glaube ich, am meisten gespielt, einfach weil die Fähigkeit so cool ist. Also ich meine fliegen. Hallo? Was einen aber nicht ganz so viel bringt, wenn man den Abgrund unterstützt. Du. So. Here we go! Okay. Aber die Münzen bleiben ja Gott sei Dank gesammelt. Ba do 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 du 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 du. Thank you. Okay, diese Marshmallow, Digga. Ich find sie schon cool. Also, ist schon interessant. Ist halt nur die Frage, krieg ich den Pilz? Nein. Ich krieg gar nichts, weil ich sterbe. Okay. We are to me. Moment, ich sollte mich eventuell besser darauf konzentrieren, besser zu spielen. Ist ein bisschen schwer, wenn man Mario nicht kann, aber vielleicht soll ich das mal tun. Okay, das hat ganz gut geklappt. Bam, dann, da, dann. Das war nix, das ist doch nicht so jemand. Ich möchte doch nur dieses Herzchen da oben haben und eventuell einen Mann oder so. Also kein Toti oder kein Mario. Ich will einen richtigen Mann. So Donkey Kong, Bowser. Natürlich. Peach und Donkey Kong. Das wäre doch mal ein Pärchen. So. Ah! Hilfe! Warum ist denn hier so viel los? Ich wollte doch. Ah, es ist die Münze da unten. So ein Kack auch. So ein Kack auch. Ah, das gibt's doch nicht! Das ist nervig. Das ist nervig! Also, ich muss unten lang. Okay, sehr nett. Du. Hallo, Fisch. Dich möchte ich nicht sehen. Das ist doch nicht wahr, Mann. Okay, unten war hier lang, nicht? Das konnte man. Da eine Fläschchen gönnen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich an den Pilz? Wo ist der Pilz? Da ist der Pilz. So, schön. Na gut, ich habe fast kein Leben mehr. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dieses Level heil zu überstehen. Sehr gering. Wir hatten hier unten hatten wir die Münze. Wie mache ich das denn jetzt? Ist ja Katastrophe hier. So, gut. Nein! Nein! Und die spawnen wahrscheinlich wieder alle, nicht? Ja, natürlich. Natürlich. Ist schon ein bisschen nervig. Ist schon ein kleines bisschen nervig. So, danke. Ich will doch nur ein bisschen leben. Oh Mann, oh, das ist doch nicht wahr, Mann. Ah, Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Ich hatte mir schon gedacht, so irgendwie so da unten könnte es sein. Okay. Eine Rakete? Okay, wir haben eine Rakete gefunden. Und das ist ein Bosskampf. Wahrscheinlich wieder Birdo. Oh nein, das ist nicht Birdo. Das ist definitiv nicht Birdo. Komme ich da noch oben ran? Ja, danke. Okay, wir haben es aber fast geschafft. Wir haben auch nur noch ein.
Gott. Warum habe ich das nicht genutzt? Ach. Okay. Okay. Ich hab... Doch! Ah! Nein! Nein! Herzi! Herzi! Das ist das Letzte. Und dafür brauche ich den Shy Guy. She's your player! Okay, das kann sehr, sehr stark nach hinten losgehen jetzt. Wenn es halt nach hinten losgeht, dann mache ich nochmal. Ah, das ist. Aber gut, wir wissen, wo die letzte Münze ist. Eventuell, wenn ich das so lange bestehe, also wenn ich bis dahin heil durchkomme, dann kann ich mir ja nochmal ein Leben holen. Und das ist verdammt gut. Das ist sehr gut, dass ich noch ein bisschen Herzen habe. Dafür darf ich aber nirgends runterfallen. Komm, lass mich da rauf. Oh, ich komm da nicht rauf. Ah, danke. Ah, und jetzt geht's zurück. Ah, und weg hier, 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 weg hier. So, was haben wir hier drinne? Hoffentlich ein bisschen Leben. Ah, danke. Ah, oh, schön, schön. So könnte ich das auch überstehen. So, was haben wir hier? Haben wir Leben? One up! Hey! Dankeschön! Das hat sich doch gelohnt. Der Aufenthalt da drin hat sich doch gelohnt. Du, 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 du. Oh fuck. Nein! Ah! Und da ist das. Naja, das Ende nicht, aber wir können zu. Zu Birdo wahrscheinlich. Oder? Wir haben es auch geschafft. Curse Clear. Was? Warum? Okay. Nimm mich hier mit. Du, 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 du. Ich brauche unbedingt Leben, aber ich kriege jetzt wahrscheinlich keine, weil ich sie mir wünsche. Okay, naja. Hey, ein One-Up. Geil. Naja, besser als gar keins. Du, 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 du. So ein Ärger auch. Okay, nächstes Peach-Level. Feld 4-2. Oh, Powerblocks. Sonic, stirb! Oh. Ja, ich liebe es. Meine Inkompetenz, die ist manchmal echt, echt unpraktisch. So. Nein, das war ein bisschen blöde. Das gebe ich gerne zu. Tut mir leid. Moment, darf ich da nochmal runter? Ha. Wenn ich das geschickt anstelle, könnte ich mir noch ein bisschen was holen. Aber ich bin nicht geschickt, deswegen lassen wir das mal. Gehen wir mal geschickt weiter. Ja, komm, hier nach oben. Dafür muss ich hoch genug kommen. Moment. Danke. So. Just what I needed. Okay. Ein bisschen. Das war dumm. Aber ich hab's irgendwie heil überstanden. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, aber komm. Oh, komm, Mann. Ich wollte doch nur eine Flasche haben. Okay. Wale? Alles klar. Warum sind hier Wale? What the fuck? Oh, Moment. Und? Yeah, ein Leben. Wo sind die verdammten Flaschen eigentlich? Das ist keine Flasche. Die kann man bestimmt hervorragend nutzen. Sie macht bestimmt Schaden. Hier irgendwo... Okay, hab ich hab noch alle. Okay, die machen keinen Schaden. Die aber schon. Was mache ich da? Bin ich denn so blöd?
So tot. meinte Schalke, Verzeihung. So, jetzt ist nur die Frage. Oh nein! Bitte sei das Ding da oben. Ich hab. Bitte sei hier oben irgendwo. Also ich meine jetzt die. Die Münze, die letzte. Nein. Da ist er. Aber vorher möchte ich ein bisschen Leben haben. Moment, kann man die noch resetten hier? Geht das? Nee, geht nicht. Tut mir leid. Tut mir leid, Leute. Das ist so mega dämlich von mir. Komm schon. Gib Mama Herz. Danke. Das ist doch nervig, Mann. Komm, hau nur ab. Mann. Komm schon. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Viel mehr andere Möglichkeiten. Bleib mir nicht. Ich hätte einfach abwarten können. Ich hätte einfach abwarten können, Leute. Aber wir haben wenigstens die Münze. Das ist schon mal gut. Dann muss ich mich dafür nicht den Arsch aufreißen mehr. Oh, ernsthaft? Schon wieder nicht getroffen. Ah, schön. Ja, es ist das uncool, aber... Ah. Ja, ich müsste jetzt eigentlich mit dem Shy Guy gehen. Moment, kriege ich das hin? Nein, kriege ich nicht. Toll, hat mir gar nichts gebracht. Danke auch, Spiel. Danke auch. So, wie mache ich das denn jetzt? Boah, ich kann bestimmt den... Dann nehmen wir den hier. Und dann ist er wieder da. Das ist ein Arsch. Moment. Kann ich das? Oh, warum ist der denn immer wieder da? Warum ist der immer wieder da? Das ist voll fies. Na klar, wegen Respawn, aber... Komm schon! Das gibt's doch nicht! Das reicht ja. Komm. Nein! Vollpfosten. Vollidiot. Spacken. Du. Wir haben ja noch ein ganzes Level vor uns danach, nicht? Hm. Hey, cool. Ja, komm mal mit. Ich brauch mal eben die Flasche. Ja, gut, da unten. Damit wir viel Gebiet da reinkriegen. Und der Pilz ist immer noch dabei. Hä? Wo ist er denn? Ah, egal. Egal. So, komm. Komm, mein kleiner Shy Guy. Wir retten die Welt. Oder ist das Ding schon wieder? Gut, dass ich Peach hab. Schlecht, dass ich so gut, nicht so gut spielen kann. Das ist doch im Moment nicht wahr, ey. Das heißt, ich werde gleich einen Cut setzen. Also, wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, weil das ein bisschen nach hinten losgehen sollte, dann mache ich das wie immer. Oh. Ah, perfekt. Ach, egal. Scheiß auf die Flasche. Ich meine, klar, so ein weiteres Leben wäre schon praktisch. Ich meine, ich habe sowieso gerade starkes Bezweifeln, dass wir es irgendwie schaffen. Stehen. Na gut, diesmal hatten wir nicht den Großen dabei. Klar. Klar. Ja, Leute, ich würde sagen, kurz ein Cut und wir sehen uns dann gleich an der Stelle wieder. Bis gleich. Ja, Leute, ein kleines Geheimnis habe ich denn doch noch entdeckt. Wie folgt. Wenn ihr bald diese Passage mit den Türen seid, oder mit den Shy Guys und den Walen, geht einfach mal hier zur Seite. Und zieht hier so ein bisschen das Gemüse raus. Und ihr werdet sehen, an dieser Stelle ist eine fatale Flasche. Und wenn ihr das denn hier... Ja, so.
und einmal reingeht, habt ihr da einen wunderschönen Pilz. Also wenn ihr es selber mal spielt, da könnt ihr euch noch was holen. Alles klar, wir sitzen gleich wieder an derselben Stelle. Das war dumm. So Leute, da wir beim letzten Mal ja die Rakete benutzt haben, starte ich mal hier an der Stelle und ziehe jetzt nicht die Rakete da direkt raus, sondern wir haben hier unten noch, zeige ich euch nach einer kleinen Rückblende. Bis gleich. Ja Leute, nächster Versuch war richtig. Bevor wir jetzt weiter Rakete gehen, möchte ich mich hier unten nochmal ein bisschen umgucken, was hier denn so auf uns lauert. Weil das ist einfach nichts, das ist einfach nur... Okay. Ja gut, wenn wir halt unten lang gehen, dann kommen wir hier oben wieder raus. Okay. Alles klar. Weil wir ja letztes Mal die Rakete so schnell hatten, wollte ich mich hier unten nochmal umgucken. Da war aber nur ein Leben. Aber das ist jetzt aber nicht so wichtig. Wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Und ja, geht ganz locker weiter. Ich habe ein bisschen gebraucht dafür, weil ich irgendwie sehr auf den Anlauf hatte. Aber wir haben ein Leben mehr, wie ich gezeigt habe, kann man sich auch ein Ding genehmigen. Genau, ein Ding. Das ist das, was ich sagen wollte. So, dann war das Ding aber auch hier. Der Pilz. Nee, der war... Der Scheiße, der war so knapp dran, nicht? Ah, verdammt. Ah, okay, egal. Egal, oder habe ich den gehabt? Ich glaube nicht, nicht? Ist aber auch nicht so wild. Ich gehe jetzt hier weiter runter. Wir haben Leben mehr, das ist ganz gut so. So, und das schaffen wir auch. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, wer hat uns denn da... Oh, das ist tatsächlich der Gegner. Oh, das wird wahrscheinlich Birdo sein. Eisbirdo, blauer Birdo, roter Birdo. Oh, okay, dahinter komme ich runter wahrscheinlich, um... mich ein bisschen... Leben haben möchte. Also da unten jetzt, wo ich gerade runtergerutscht bin. Nein! Ach, komm. Come on! Nein! Peach hat es nicht geschafft. Er hat Peach getötet. So. Okay, gut. Fein. Ich bin in dieses kleine Pupsloch da unten reingefallen. In dieses kleine Pups noch reingefallen. Aber mit Peach haben wir eigentlich den Vorteil, den ich gerade nicht nutze, ein bisschen schweben zu können. Das ist ein kleiner Vorteil, muss man ja gestehen. So. Peppa? Niu. Hallo. Ja, das kann... Ey. Kacke, kacke. Oh, bom, bom. Das war fies. Das war doppelt fies. Nicht doppelt fies, aber... Ich hab kein Timing-Gefühl mehr. Das ist kacke. Vor allem, wir haben noch ein Level vor uns. 4-3. Also ich will das halt schon, wenn es geht, an einem Stück aufnehmen. Nicht so wie beim letzten Part, wo ich dann halt einfach gesagt habe, nö, ich nehme jetzt drei Tage keinen Super Mario auf. Das möchte ich nicht. Verdammt! Verdammter Birdo. Ach, schon wieder nicht getroffen. Vor allem das Schweben bringt gar nicht so viel, weil dann geht mein Timing nicht durcheinander. Das ist kacke. Nixer. Ja gut, ich glaube, der engere Platz mit Toad letzten Part, der war einfach noch fieser. Ich bin schon wieder in dieses Kackloch reingefallen. Leute, wir sehen uns dann gleich wieder über Birdo. Bis gleich. So, nachdem ich mein Mikrofon gerade ganz elegant wieder hergezogen habe, ich bin ganz gut durchgekommen diesmal. Und ich hoffe, dass das auch elegant klappt mit Birdo jetzt endlich mal. So, dann bin ich mal gespannt. Hallo. Oh, dieses... Oh. Nicht entspannt, überhaupt nicht entspannt! Mann! Kackvieh! Okay, nächster Versuch. Kackmonster! Vogel oder was du auch immer bist.
So. Okay. Ach, komm. Komm. Scheiß drauf. Tschüss. Ach, schön. Gut, hat doch besser geklappt, als ich jetzt gedacht hätte. Wir haben alle Münzen und auf geht's in dieses nächste Level. Welt 4-3, also die letzte für diesen Part. Mal gucken, was uns da erwartet. Wir haben nur leider keine Münzen diesmal. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal passiert, dieses Projekt. So, Peach, letztes Level mit dir. So, bin mal gespannt. Okay, wir haben ein Höhlenlevel scheinbar. Und einen riesigen Shy Guy. Hallo, riesiger Shy Guy. Tschüss, riesiger Shy Guy. Und sonst nichts, okay. Ja, ich bin... Hä? Achso, da ist eine Tür. Okay. Jetzt kommt die Börde als normale Gegner. Okay. Kann ich da rein, bitte? Oh, kein Pilz für mich. Kein Pilz für Peachette. Birdo ist einfach die Spawn da. Okay, Birdo lebt wieder. Birdo ist wieder da. Okay, jetzt sind... Achso, deswegen ist der Birdo da. Weil man denn damit, okay. Weil man denn damit übers Meer gehen kann. Interessantes Konzept. Bisschen gemein, aber interessantes Konzept. So, wo war die Kackflasche? Da war die Kackflasche. So. Mal gucken, was haben wir da? Krieg ich hier so den Pilz? Nein. Nein! Also, so bekomme ich den Pilz nicht. So, Birdo! Oh, was ist hier? Komm ich da oben rüber? Nein, ich kann da oben stehen bleiben, aber. Naja, toll. Gut, Birdo. Gib mir ein Ei. Tschüss! Du, schon cool. Da oben haben wir eine Münze. Gut, dass ich die. Dass ich Peach habe. Also kommen wir da oben noch ran. Moment. Zeige ich euch auch. So. Okay, es ist die erste. Sehr schön. Habe ich hier noch ein Leben oder so? Nein, ich habe aber Vögel. Die mir auch kein Leben schenken, weil sie mich töten. Und cool. So, dann habe ich dann bestimmt doch. Leben! So, oh, die sind alle gespawnt. Oder auch nicht. Moment. Moment, der Ort ist wahrscheinlich nicht umsonst da hinten, hä? Moment. Also, ist auch schon wieder grandios gesetzt, TK. Ich hätte gedacht, dass er da wahrscheinlich auf der Spitze ist, aber wenn ich die so kacke versetze. Das Kackding. So, dann gucken wir doch mal. Kommen wir hier weiter? Komm, Birdo, gib mir ein Eck. Tschüss, ihr Penner. Wir sehen uns die wieder. Ich hab Penner gesagt, ich bin ganz böse, böse. Da habe ich gerade eine Reportage geguckt, Jugendliche auf der Straße. War gerade spannend. Ich glaube, vom WDR war das. Ist schon heftig. Schon heftig. Und obwohl die meisten ja ihre Gründe haben. Also, klar. Unschön. Aber manche, mit manchen Gründen, die kann ich durchaus verstehen an der Stelle. Sagen wir so. Natürlich kacke. Kacke ist das immer. Aber manche sind dann halt selber. Also, die ihre Entscheidung, sagen wir so. Und finde ich schon respektabel, was die denn durchziehen. Nur weil sie ihren eigenen Willen haben. Und das ist eine Sache, die ist gar nicht so verkehrt. Aber wenn es manchmal für manche dumm erscheint. So, ich möchte doch ganz gerne Leben haben. Danke. Und wir wollen dann weiter nach oben. Und die Mütze habe ich ja jetzt schon. Und ich bin schon. Meine Nase ist gerade spontan verstopft geworden. Und coole Sache. Die Passage hier ist ziemlich nervig.
Was haben wir hier? Wahrscheinlich eine Flasche. Ein Leben. Und One-Up. Hey, cool. One-Up nehme ich doch gerne mit. Den Scheiger lasse ich da mal alleine. So, einmal rüberschweben. Oh, diese Dinger, nicht? Dass sie so schnell sind, nicht? Das ist, glaube ich, das Nervige an den Dingen dann auch noch. Aber sie schicken mich, wenn ich... Was ist da drin ist? Nichts. Nichts Relevantes, schade. Umsonst kleiner geworden. Also Peach kann uns schon helfen, aber... Das ist halt die Frage, wo ist der Pilz? Ah, da oben. Sehr schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, weiter nach oben. Okay, wenn sie dann nur auf der einen Seite bleiben, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Aber hier kommen wahrscheinlich wieder... Ja, hier kommen mehrere. Okay, es hat gar nichts gebracht. Hier was? Okay, nichts. Okay, alles klar. Ist halt jetzt die Frage, ob ich Münzen gerade übersehe. Das ist schon wieder eins. Wo ist das Vieh? Sehe ich das? Nö. Okay, verkackt. Naja. Da oben ist doch garantiert irgendwo eine Münze drauf, oder? Garantiert. Warte, was brachte das da oben? Das ist doch nicht so ohne Grund da, oder? Kann man mir doch nicht sagen. Ich hab, oder wahrscheinlich... Mir schwand Iblis. Mir schwand Iblis. Moment. In der Mitte ungefähr. So ist gut. So ist gut. Nein. Nein, auch nicht. Verwirrt. Das verwirrt mich. Wahrscheinlich... der anderen Seite. Ah, egal, komm, weiter geht's. Und jetzt geht's auch unten. Alles klar? Oh Mann, ich... Ach so. Aha. Ich spawn die. Wahrscheinlich, wenn ich durch die Tür gehe, ja. Moment. Oder habe ich da mal die Möglichkeit? Schon 40 Minuten nehme ich auf. Krasse Sache. Ja, ich habe noch mal die Möglichkeit. Aber gut, ich habe auch sehr viel zum Rausschneiden. Die endlichen Versuche, halt zu Birdo noch mal zu kommen. Hier auf der Seite vielleicht? Kann natürlich auch sein. Ah, da ist er. Okay. Ja gut. Vier Leben ist ganz nett. Oder ein sehr riskanter Sprung gerade, muss man ja alles schnell sagen. So, ich brauche dich also. Ich nehme mal den roten. Nein, passt nicht. Mann! Egal, komm. Es ist... Nein! Ich hab den... Ich hab die Münze verpasst! Ich hab die scheiß Münze verpasst! Wie cool. Ah, okay. Ah, was haben wir hier unten noch? Außer den Tod. Todesmarschmallows haben wir wieder. Ah, ah, Hilfe! Hilfe! Help me! Help the princess! Help the princess! Oh. Ja gut, das ist gut, aber... wie komme ich denn jetzt hier nach oben? Mich töten lassen? Ich habe nur zwei Leben. Oh, und ich muss auch jetzt Tappe mal mit den Phantommasken. So, weg hier. Wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Kann ich mit leben, Leute. Dann versuche ich da gleich mal rüber zu kommen. Nein! Nein, ich hätte... Ich hätte den Sprung machen können. Der ist auch geklappt.
Der hat auch geklappt. Oh. Moment. Haben wir gleich. Ist was? So, Herzen, ganz viel Leben. Das ist perfekt. Jetzt habe ich halt nur das Problem, dass ich die. Dass ich die Münze halt nicht kriegen kann. Weil das ja. Weil die ja oben ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gucken, dass ich das irgendwie nochmal aufgenommen kriege. Diese Marshmallow, wenn er jetzt nerven, nämlich ein bisschen. Klar, ich hätte den Schlüssel benutzen können. Ja, Leute, kurzer Cut wieder an dieselbe Stelle. Ihr kennt das Spiel ja schon, deswegen bis gleich. Zeit. Wegen entspannt, ich nehme mal eine Runde auf. So, Leute, da bin ich wieder. Ich setze mal an der Stelle hier wieder an. Nein, Gott sei Dank. Doch, nee, doch. Passt schon. Weil ich nämlich die versuchen will, die Münze gleich zu kriegen. Ich mach mich mal ein bisschen breiter. Möchte man das einfach so? Klappt das? Fick Schnitzel. Das war nicht so gut. Das war nicht gut. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist enttäuschend. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, Leute. Dann werde ich die 100% nicht machen. Doch, mache ich, aber anders. Indem ich mir ganz einfach mal kurz hier ein Set setze, also ein Safe State. Dann mache ich das Level halt nochmal danach. Dann lasse ich mich dann nochmal töten. Und zur Sicherheit einfach. Wenn ich dich sowieso gleich nochmal verkacke, Save 04, nenne ich den mal. So. World State, habt ihr ja jetzt gesehen. Und, ja, mache ich das so. Weil es geht für mich nicht, dass ich das ganze Spiel jetzt beide zu 100% mache und dann die 100% einfach nicht schaffe, weil ich einfach irgendwie 99% am Ende habe. Dann machen wir es einfach so. Ist ein bisschen lame, ja, aber besser so, als wenn ich jetzt das ganze Level halt gleich nochmal neu. Das ganze Spiel nochmal neu machen muss, nur um an dieses Level zu kommen. Was durchaus passieren kann. Also ich bin mir nicht sicher, wie das Spiel das hier regelt. Aber ungewiss ist es nicht. Oh Scheiße, ey. Nein! Das ist doch nicht wahr! Ich darf wahrscheinlich. Gut. Gut, Mann. Das heißt, ich kann noch eine Chance. Moment. Die Chance werden wir doch versuchen zu nutzen. Oder. Nein, das ist. Es ist. Der Safe ist total bescheuert. Das ist, wir sind schon bei der Tür. Wir sind schon bei der Tür. Guckt. Warte, wenn wir da mal durchgehen. Ja, wir sind schon bei der Tür. Was ziemlich uncool ist. Verdammt! Choose your player! Peachy! Ja, cool! Verlieren wir noch mehr Leben! Ich glaube, ich mache danach wieder einen Cut. Also, wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte, setze ich einfach einen Cut. Vielleicht ein bisschen doof. Die Hitze bringt mich um. Es ist unglaublich. Ist einfach unglaublich. Ich hab das nicht. Moment. Hey. Das hat mich gerade auf die Idee gebracht. Jetzt habe ich nur ein Problem. Weg damit. Weg mit dir, du Unrat. Moment. Zack. Zack. Okay. Du. So, ich zahle das Problem mal noch hier unten. Okay, jetzt wird's unschön. Okay, gut. Man kann das ja Gott sei Dank wegwerfen.
kann es ja Gott sei Dank wegwerfen. Scheiß auf die Münze, was mache ich denn halt alles so im Alleingang denn mit, ohne euch? Ich meine, das müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt nochmal antun. Ich hoffe, dass hier gleich der Boss kommt. Da bin ich jetzt fest der Überzeugung, dass es hier hinter passieren wird, ja. Yep, yep, yep. Da oben war die letzte Münze. Das ist schon mal gut zu wissen. Dip, 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 dip. Eigentlich. Ich setze die Spielbefähigkeit eigentlich zu schlecht ein. Ah, weg hier, weg hier, weg hier. So. Hallo? Okay. Das denn? Bubble, ist das ein Bubble-Monster? Das war erstaunlich leicht zu besiegen! Oder auch nicht. Moment. Ernsthaft? Geht's weiter? Achso, ich müsste die einzelnen Flammen auslöschen. Okay. Ah, da oben ist noch einer. Okay. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie war der Boss jetzt sehr leicht. Der war echt sehr leicht. Ja gut, das heißt aber für euch, ja, gut. Kirs, Cleo, das ist, naja, nicht ganz. Wir werden, wie gesagt, ich werde mit euch... Ich werde euch dann im nächsten Part zeigen, wie ich die Münze alle habe. Ja, wir werden im nächsten Part Mario wieder anfangen und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Vergesst kein Like, kein Dislike, wie ihr möchtet. Kommentar würde mich halt auch immer sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder von Let's Play Super Mario Bros. Advance. Bis dann. Bye, bye.